Also Christian, wir befinden uns hier in Meerbusch und zwar ist hier eine gute Versammlung von Apefahrern zusammengekommen, 12 Stück an der Zahl. Und wir haben hier auch ein sehr verrücktes Mobil, ein Schneemobil. Und da werden wir doch glatt mal denjenigen was Snow Scooter, den gibt es im Internet zu kaufen, so knapp 600 Euro. Aber damit hat man nicht so lange Fahrspaß. Also man sollte schon ein bisschen was tun. Ich habe die, egal welches Lager hier an dem Ding vertreten, außer ist erneuert worden. Dann alles ein bisschen verstärkt, also hier durch antike Aluminiumbleche ersetzt, da war vorher normales Blech drin. Dann auch den Vergaser modifiziert, den Auspuff habe ich selber geschweißt, sollte einmal gut aussehen, auch ein bisschen was bringen. Also hat auch eine Fliehkraftkupplung drin, das heißt, ab einer gewissen Drehzahl nimmt die Kette mit. Ich habe mich vor Jahren schon mal für die Ape interessiert. Vom Preis her war es nicht unbedingt das, wo ich mich rangetraut habe. Aber jetzt vor 3 Wochen fuhr so eine Ape an mir vorbei, hatte ein Schild dran zu verkaufen. Und da hatte ich so die Idee, ach komm, frag sie mal. Und habe ich geguckt, aber die war nicht so gut in Schuss. Die war zwar lackiert, aber nicht so gut in Schuss. Und wie es dann die Runde so macht, wenn du Interesse hast, kriegte ich auf einmal diese hier angeboten. Die habe ich sehr günstig geschossen. Und weil ja heute hier ein Motto-Treffen ist und viele andere Apes ja auch einiges bieten, habe ich mir gedacht, dann baust du dir mal eine schöne Palette, wo dein Snowscooter drauf passt. Ja, und mal sehen. Wenn es Winterreifen für die Ape gibt, fahre ich damit vielleicht dieses Jahr nach Österreich. Hier ist der Künstler Frank und malt auch sehr schöne Bilder. Ja, hat jetzt auch einen neuen Kasten drauf und vielleicht kann der Frank uns was über seine Ape erzählen. Die steht hinter mir. Ja, so seit wann fahren Sie dieses Fahrzeug? Seit 2 Jahren. 2 Jahre, also als Alltagsfahrzeug. Warum fragen Sie mich denn solche Sachen? Ja, ist ja mal interessant zu wissen, ob Sie sonst mit dem Fahrrad unterwegs sind oder... Sonst lasse ich mich von meiner Frau fahren. Ah, das ist... Oh, okay. Modellen und malt halt auch sehr schöne Ape-Bilder. So, hier haben wir die Ape von dem Koppi. Es war mal eine Kastenape. Hat natürlich auch eine schöne Scheibe sich jetzt reingemacht, dass man den Motor sehen kann. Und Bügel und sonstige Arbeiten. Macht alles selber. Sehr verrückt. Und wir können ihn einfach ja mal fragen, was er so dazu selber sagt hier. Zu seiner Ape und die ganzen Arbeiten. Seit wann hast du denn diese Ape jetzt hier? Also diese Ape fahre ich jetzt so circa 1 Jahr und ist von mir ein bisschen umgestaltet worden. Ja. So Hot Rod mäßig in dem Style und ja, das ist so mein Ding. Ja. Ja, ich habe gerade schon darauf hingewiesen, dass du ja da einen Kasten drauf hattest. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, den Kasten abzumachen? Ja, das lag an meiner Flex, die wollte wieder Flexi. Ah, okay. Also nutzt du das auch zur Arbeit zu fahren und sonstige Sachen? Jawohl, das ist ein Alltagsfahrzeug, jeden Tag 20 Kilometer Minimum, Arbeitsstrecke halt und benutze ich auch sonst jeden Tag. Ja, so, hier sind wir jetzt bei der Ape von der Mone, die steht leider, die versteckt sich da hinten, traut sich nicht ganz. Ah, jetzt kommt sie doch. Ja, okay. Wir gehören ja zusammen. Genau, das ist also das Fahrzeug, das Fahrzeug von der Mone hier und die kommt aus Italien, die Ape, haben sie selber geholt und auch mit sehr viel Fleiß und so aufgebaut. Habt ihr denn sonst irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht mit der Ape oder nur gute Erfahrungen? Nur gute Erfahrungen. Die hat sogar, kann man hier sehen, wenn man das in der Kamera sieht, ein Bienennest drin gehabt. Wie man sieht, sehr bezeichnend für die Ape, ne? Weil Ape heißt ja Biene. Ja, auch sehr schön, was sich alles so einnistet. Ja. Ja, hier haben wir die Ape von dem Uwe, unseren Bürgermeister. Die Ape hat er jetzt auch schon was länger und er hat sehr viel dran gemacht. Also jetzt hupentechnisch, lichttechnisch hat er sehr viel verbaut. Die Auspuffanlage ist noch nicht ganz fertig, da sollen mal Flammen rausschlagen und hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben und ist eigentlich eine ewige Baustelle. Hat sich jetzt noch Felgen gebaut dafür und will da sehr, sehr breite Reifen drauf bauen. Bei uns bei der Suppenküche. Hier wird gerade fleißig gekocht und geschnibbelt und getan. Darf ich euch was anbieten? Und
ist auch sehr viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wie viele Portionen hier verkauft worden sind. Können Sie mir ungefähr sagen, wie viele Portionen hier schon verkauft worden sind? 500. Ah, da versteckt sich noch einer. Vielleicht gehen wir einfach mal ein bisschen noch rum. Das ist die Chefin persönlich, die Frau Suppenkaspers, die hier gerade schwer eine Erbsensuppe am Wühlen ist. Ja, seit wann haben Sie diese Ape denn schon? Boris war nicht so blöd, ein Jahr. Ein Jahr. Aha. Wie viele Suppen passen in so einen Topf rein? 400. 400 Personen, für Portionen. Ah, da kommt direkt schon ein dickes Lob. Aber, ehrliches Lob. Ja, sehr schön. Da haben wir die Suppenküche jetzt auch noch gehabt. So, dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir so ein paar Sachen gezeigt, wo die Apen halt schon überall gewesen sind und was alles so mit unternommen wird auf Treffen und auch im Winter ein bisschen rumrutschen auf dem Camp, auf dem Parkplatz. Also ist schon verrückt, was man alles mit so einer Ape machen kann. So, hier ist das schöne Stück. Das ist mein eigen mit meiner Frau zusammen. Stand aus dem Jahre 1967 und ist liebevoll restauriert worden und hat sehr, sehr viele Arbeitsstunden gekostet, das Gefährt wieder aufzubauen. War in einem sehr schlechten Zustand, hat den Motor unter der Sitzbank, also ganz was Verrücktes. Ich kann auch mal ganz kurz aufmachen, das gute Stück. Jetzt machen wir mal den Motor auf, dass man auch mal... Also hat eine 6-Volt-Anlage, kann man nicht viel elektrisch von erwarten an Stromleistung. Hat einen 150-Kubik-Motor, hat ca. 8 PS und ist eins der ältesten Schätzchen hier auf dem Treffen. Hat noch Kettenantrieb, eine schöne Ladefläche und sieht man eher selten. Auf beiden Seiten befindet sich so ein Kettenkasten und in der Mitte ist es geteilt durchs Getriebe und wird natürlich dann auch gleichmäßig verteilt. Und hier drin läuft jetzt die Kette im Öl und geht natürlich auch aufs Hinterrad. Jetzt ist er gerade da, jetzt können wir dem Uwe mal ein paar Fragen stellen. Also, Uwe, hi. Seit wann fährst du diese Ape? Seit jetzt 3 Jahren, ja. 3 Jahre schon? Ich verkaufe die immer noch nicht. Wahnsinn. Nutzt du sie für den Alltag oder eher als Spaß oder? Als Spaß und Alter. Aha, also. Zur Arbeit. Sexmobil, ja. Wahnsinn. Ist ja. Du hast richtig Platz dafür. Ja, ist ja sehr viel Arbeit auch reingeflossen, wie ich so sehe, was du alles dran gebaut hast und ist ja schon ziemlich verrückt an Leuchten und so. Kannst du uns hier vielleicht mal ein bisschen vorführen, so an Lichteffekten oder. So ein bisschen mal was zeigen, was sie so... Ich denke mal, die Lichteffekte siehst du jetzt nicht, weil es jetzt noch zu hell ist. Okay. Aber so 97 Lämpchen daran. 97 Lämpchen. Aber alles vorschutzmäßig. Nach vorne weiß, nach der Seite gelb und nach hinten rot. Wie ja. Das ist jetzt die sogenannte Ape-Breitfelge. Das ist ja schon ein ganz schönes Gerät, nicht? Haben wir jetzt einfach ein Stück zwischengesetzt, das ordentlich verschweißt. Und was jetzt eine Lackiererei hier zum Lackieren. Die wird dann in gleicher Ape-Farbe lackiert und dann denke ich mal, sieht das schon gut aus. Er ist eigentlich alles schuld, dass es so explodiert ist mit den ganzen Apen. Und man kann so sagen, Forumschef und Apenar. Und seit wann gibt es jetzt dieses Forum? Weiß ich nicht. Kommt dabei raus. Wir nehmen jeden Auto.